bisschen warm. Es ist eiskalt. Wir starten die neue Woche in Mazedonien. Juhu. Jawohl, wir sind noch immer auf der Straße. Wir haben es noch über die Grenze geschafft. Wir hatten im letzten Vlog, standen wir fest vor der Grenze. Ja, mit. Hat trotzdem noch eine Stunde gedauert übrigens. Ja. Und wir haben noch Google-Rezensionen gelesen. Oder Kai hat Google-Rezensionen gelesen. Was hast du gelesen? Ja, Wahnsinn. Also, es gab eine Ein-Sterne-Bewertung aus echt richtig vielen Bewertungen. Und es gab auch nur einen Sternbewertung, weil viele haben geschrieben, weil das ist das Wenigste, was man geben kann. So schlecht ist dieser Grenzübergang. Anscheinend der schlechteste über ganz Europa. Ja, so wurde der oft. Die Zöllner haben am wenigsten Lust und die längsten Wartezeiten. Ja, also es ist nicht unüblich, dass man da über 4 Stunden einfach mal vor der Grenze steht. Das ist gut, glaube ich. Ja. Und das Schlimme, dann sind da manchmal Leute, die standen die ganze Nacht, auch schon wie wir, mit dem PKW. Vor der Grenze und waren dann dran und dann durften sie nicht einreisen. Dann mussten die umdrehen und wieder zurück. Ja. So. Und man fragt sich, warum? Warum? Ja. Das Gute ist, sie haben uns immer durchgelassen, auch in. Wo sind wir noch durchgefahren? Vorhin von Serbien nach Mazedonien, da standen wir auch 1,5 Stunden, glaube ich, an der Grenze. Ja, das haben wir auch. In der prallen Hitze, 38 Grad. Kein Lüftchen. Ja, es ist echt, echt warm. Man sieht es an mich, ich schwitze ohne was zu machen. Man kriegt es sich einfach nicht runtergekühlt, aber das ist was wir wollten. Dafür haben wir gewählt. Jetzt müssen wir uns nur noch. Wir sind bald am Meer. Genau, jetzt müssen wir uns noch vor am Meer vorarbeiten und dann ist es, glaube ich, auch wirklich angenehm. Zumindest hat Kate mir das versprochen. Schauen wir mal. Nicht lang mehr in Mazedonien, ein paar Kilometer. Dann müssen wir die Grenzen überqueren mit Griechenland und dann kann die Woche starten, würde ich mal sagen. Also, ja. Gut, startet die Woche. Alles ging ja gut, aber eine kleine Warnung, Reisewarnung will ich noch geben, weil mir ist Folgende passiert. Bevor dass wir in Tschechien reingefahren sind, haben wir ja gesehen, die Schilder, dass man Vignette braucht. Jetzt braucht man nicht für Tschechien eine Vignette, aber auch für die Slowakei und für Ungarn. Und da stand so, ist ein Online-Portal, aber wir sind vorbei in eine Tankstelle gefahren und da kann man die ja auch überall kaufen. Dachte ich, okay, geschickt, kaufe ich direkt in eine E-Vignette für alle drei die Länder. Und ich würde übelst unfreundlich geholfen und nicht nur unfreundlich geholfen, im Nachhinein stellt sich heraus, auch einfach betrogen. Aber ich hatte das Glück. Ich habe es einfach auch gemerkt. Sie hatte einen Preis genannt, der erstaunlich hoch war. Das wusste ich aber nicht, weil ich habe ihn davor nicht informiert. Sie hat mich aber 81 Euro gefragt für die drei Länder. Mit als Grund auch, ja, wir seien dann 3 Tonner und das ist in Slowakei und Tschechien zwar okay als normale PKW, aber da zahlt man extra viel in Ungarn, weil das zählt in Ungarn als in schwerere Klasse und dann wird man wie extra belastet dafür. Deswegen kostet es 81 Euro. Hat sich ganz verlieder angehört, aber ich konnte da nicht zahlen auch, weil es ging ja nur bar und
da hat es mich auch schon ein bisschen gewundert. Okay, man kann nur bar zahlen. Dann dachte ich, okay, kein Problem, ich mache einfach doch das Online-System. Benutze ich, geht auch super einfach, also kann ich auch nur empfehlen, kurz online, Vignette kaufen, das kann man mit den Kreditkarte einfach abrechnen und geht dann auch richtig schnell. Und im Endeffekt haben wir dann, was haben wir gezahlt, 30 Euro? 30, glaube ich, gerade. 30, also 30 statt 81. Die hat mich aber knallhart einfach abzocken wollen. Also passt da auf. Kauft einfach die Vignette online, das ist sicher, das klappt. Und ja, das wollte ich nur Bescheid geben für euch Reisenden. Ja, wenn und da was auch angenehm ist, ja? Wenn es so heiß ist, wenn man eine Klimaanlage hat im Auto. Auch auf jeden Fall zu empfehlen, ja. Aber ja, es geht auch ohne, man schwitzt geht halt mehr. Ohne, man schwitzt, aber geht. Ja. Na, wie ist es draußen? Warm, aber windig, angenehm. Angenehmes Windchen, ne? Angenehm. So, du hast getankt? Ja. Nochmal ist günstiger wie in Griechenland. Danke, so ist 1889 haben wir gezahlt. Sehr gut. Umgerechnet? Durch 60. Durch 60. Also 30 Euro. Nee. Nee. Hä? 18 sind 3, doch. Ah. Doch. Man kann so gar nicht mehr rechnen, ne? Wenn man das nie macht. Ja. Okay, es kann weitergehen. Yes, guten Morgen und guten Morgen aus Griechenland. Wir sind gut angekommen und haben ein herrliches Plätzchen gehabt in der Berge. Direkt über der Grenze sind wir rechts abgebogen und da geht es dem Skra-Wasserfalle in der Berge. Wir haben es noch nicht sehen können, weil es war dunkel, wenn wir angekommen sind. Aber dafür war es so angenehm warm noch abends und wir haben uns abends noch abduschen können. Das war richtig gut. Einfach mal diese Reiseschweiß alles abwaschen. Und weil der Dusch den ganzen Tag im Busch stand, war es einfach wie eine warme Dusche. Also da kam gar kein Kaltwasser und man konnte einfach echt entspannt draußen stehen. Was ist der Plan? Baden in dem Wasserfall. Baden im Wasserfall, ne? Es soll einfach, da ist eine kleine Quelle auch, haben herrliches kaltes Wasser gestern Abend noch geholt. Und da geht es dann auch Richtung Wasserfall und schauen wir uns das mal an. Aber Tradition muss sein, ja, erstmal ein bisschen Kaffee. Ja. So, du hast die Toilette ausprobiert? Ja. Sehr schön. Sauber ist anders, aber... Also dann gut Händewäsche? Genau. Und dann geht's zum Wasserfall. Ja, wach werden. Mega. Ich höre die Wasserfalle schon. Ja, ich auch. Mega. Wow, und schaut, wie grün es ist. So kenne ich Griechenland irgendwie gar nicht, aber ich war auch noch nie so richtig in den Bergen. Schön. So, wir sind unten und? Da gibt es auf jeden Fall Wasser. Mega. Und die Luft ist deutlich kühler. Ist richtig angenehm. Frisch hier. Hanging on to hope and holding on to a dream. Wishing for the kind of love you see in magazines. The ocean falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you.
Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told a thousand times. Baby, you are using the same old line. What's been broken? This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Yeah. Ist es warm? Es ist eiskalt. Ja. Eisig, ja, eisig. Echt bequemer. Herrlich. Aber ich glaube, mittags bei so Hitze wie gestern, das ist geil. Ja. Da hat man sich gestern gewünscht, ne, wenn man im Stau gestanden ist. Oh ja. Aber ja, mega. Also, 8 Uhr morgens und, also, erster Tag in Griechenland wirklich im Paradies. Wir sind auf dem Weg weiter und dann läuft da einfach eine Schildkröte über die Straße. Wir fahren an den ersten Strand an. Ah, Hammer, ich habe so einen Bock ins Wasser zu springen. Ja, ich auch. Und es sieht einfach geil aus. Ich bin richtig gespannt, wie warm das Wasser ist. Ja, ich auch. Letztes Mal, dass wir im Mittelmeer waren, war in Mai. Da war es noch relativ frisch, aber ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile gut aufgewärmt ist. Ja, aber sowieso hier in Griechenland wird es auch nochmal wärmes Wasser, glaube ich, wie in Spanien. Da im Mittelmeer. Okay. Verstehen Sie alle. Ich glaube, wir können auch unser Sonnentuch heute aufhängen. Mega, erstmal als Sonnentuch und nicht als Regenschutz. Das nicht rein drauf. Ja. Sollen wir weitergehen? Ja. So, du hast den Tauch genommen schon ins Meer? Herrlich, aber ich habe schon wieder warm. Das ist schon wieder warm. Aber du stehst doch unter das Sonnentuch, ne? Ja, das ist auch echt nötig, sonst verbrennt man. Ja. Und es ist zu warm. Aber wir haben hier, haben uns mal Plätzchen zwischen den Camper gefunden. Es steht ja schon einige Campern. Aber wir haben noch gerade ein Plätzchen gefunden. Genau. Und jetzt wird es mal gefäschbart. Stühle wird aufgebaut. Genau. Sehr gut. Und ich laufe noch mal einmal kurz vor nach zum Strand. Schau, da geht es dann vor zum Strand. Boah. Und so stellt man das Mittelmeer vor, oder? Wenn man am Baden Urlaub denkt, Badeurlaub. Traumhaft. Und das Wasser ist so schön warm. Ja, herrlich. So einfach. Ja, man kühlt ab, aber man kann trotzdem herrlich reinlegen. Ja. Ne? Mega. Perfekt. Ja. Also, okay, lassen wir uns gut gehen. Ja. So habe ich Süden vorgestellt. Herrlich. Schön warm im Boardshirt, draußen unter die Markise. Ja. Also, guten. Guten. Hey, was hast du geholt? Du hast gesagt, ich soll Frappé holen. Also lecker. Einen Eiskaffee. Ne? Ja, aber es ist anders. Es ist nicht wie der Heim-Eiskaffee, da ist kein Eis drin, also zum Essen. Sondern Eiswürfel, einfach kalter Kaffee. Das ist so typisch griechisch, glaube ich. Das haben wir immer oft. Sieht auch hier mega aus. Ich habe richtig Bock drauf. Was Kühles und Kaffein. Boah, mega. Dann lässt sich's arbeiten. Ja, halt mal fest, dann
bevor ich zu dir fahre? Ja. Hm. Okay. Oh, besonders, ja. Aber lecker. Lass dir schmecken. Guten. Bürgermeister Kai. Bitte schön. Ihren Burger mit Blick aufs Meer. Boah, geil. Es gibt Gemüseburger, weil wir keinen irgendwie Patty hatten. Und jetzt haben wir einfach gegrillte Zucchini und Paprika und Tomate mit Soße. Oh, mega. Sieht gut aus. Ja. Guten. Guten. Hier wird mal draußen gekocht. Endlich. Ne? Wir haben den Kocher ausgebaut, ja. Und kochen draußen. Wir sind einfach nur, was waren es, 6 Minuten weitergefahren von dem Platz gestern, ja. Und stehen auch richtig schön. Ich zeige es euch mal. Hier sind Berge. Ihr hört schon die Grillen, die hört man den ganzen Tag. Da stehen noch welche. Und da stehen wir wieder mit Sonnentuch. Das braucht man echt tagsüber. Ja, richtig nett. Und jetzt freuen wir uns über ein leckeres Abendessen. I look into your eyes, I see we're out of time. Das Abendessen war mega und die Abendstimmung auch. Jetzt haben wir uns in Pulli und sogar lange Hose gekleidet, aber auch was Leichtes. Weil wir gehen jetzt raus, es ist dunkel. Ja, aber ich muss auch echt raus, weil es tropfelt so langsam an den Stirn, so warm habe ich es. Genau. Ja. Aber wir sind in der Dämmung rein, weil dann kommen immer viele Moskitos. Und wir haben am Bus keine Moskitonetze an der Schiebetür oder so. Nee. Deshalb, wir sind reingeflüchtet, haben uns jetzt lange Sachen angezogen, damit wir draußen nicht gestochen werden. Jetzt setzen wir uns raus und lesen. Also, dann bis morgen. Gute Nacht. Ciao. Hey, du bist schön am Lesen. Oh, ja, ich bin so im Buch vertieft. Ja. Wir haben wieder ein schönes Plätzchen, fast bei Kavala. Und ja, unser Tuch dient auch schön als Sonnensegel am Strand. Mega ist es. Ja. Wenn man hier keine Markise oder so aufspannen darf, ja, haben wir es am Strand aufgespannt. Und es ist perfekt.
Und man braucht es echt wirklich, weil es ist so warm. Im Sonne ist es nicht aushalten. Genau. Ja. Ja, und heute Abend, oder heute Abend, aber um 18 Uhr, geht dann heute unser Boot nach Lindos auf die Insel. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Da haben wir schön viel Windsicherheit, jeden Tag aufs Wasser. Ja, wird herrlich. Einfach auch länger wahrscheinlich an einem Platz stehen und entspannt genießen. Genau, dann sehen wir uns heute Abend auf der Fähre. Ciao. So, Lori ist geparkt. Ja. Wir sind in Cavada am Hafen. Der steht schon mal in der Schlange. Wir haben aber noch eine gute Stunde, bis wir dort sein müssen wirklich. Wir gehen jetzt noch ins, naja, ins Städtchen. Wir wollten in so einen Laden gucken, ob es da Heringe gibt, gescheite und stabile Seile für unser Vorzelt, wenn es dann richtig windet. Und wir holen uns einen Gyros. Weil? Das ist Tradition. Genau, das sollte Tradition sein, ne? Hast du gesagt. Und ja, ich war schon öfter ja, mit meiner Familie in Griechenland, auch auf Limnos und auf Paros öfter. Und immer, also wir hatten eigentlich immer nachmittags oder abends eine Fähre und dann haben wir immer davor im Hafen einen Gyros geholt und gegessen. Das ist eine Tradition, die kann man beibehalten. Ja, es gibt schlechtere, ne? Ja. Gehen wir mal. Maybe we roll so fast, maybe we got too high. But I so kann ich mir vorstellen. Was? So, dass ich als alterer Herr so hier so jeden Tag zu meinem Bänkle gehe, mich hinsetze, über den Hafen schaue. Okay. Und Leute, die vorbeikommen. Also. Mit einem Gyros in der Hand. Klar, mit einem Gyros in der Hand. Okay. Wir sind hier in einem richtigen Fischerladen. Und reingeangelt. Ja, hier gibt es Heringe. Und da ist sogar Seile dabei. Und es gibt sogar Würmer zum Angeln. So lebende Würmer würmen darum, ne? Ja, klar. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ne? Wir haben was zu essen. Gyros haben wir zu essen. Ja, kein Pita-Gyros, Mann. Wir wollten Pita-Gyros. Das ist auf der Hand, so im Brötchen, wie ein Döner, so der griechische Döner sozusagen. Ich will jetzt nicht das beleidigen. Wahrscheinlich, wenn ich das sage, geht es gar nicht. Aber auf jeden Fall sind wir da wo vorbeigelaufen. Dann kam direkt einer und will einen so reinziehen und gemeint, was wir wollen. Und dann wir haben gesagt, Gyros, aber das heißt Pita-Gyros, wusste ich nicht mehr. Dann stand auf der Karte auch nur Gyros, halt Chicken Gyros, Pork oder was auch immer. Oder hat gemeint, er hat auch Sandwich und keine Ahnung. Und dann mussten wir oder gefühlt so schnell entscheiden. Und dann gesagt, ja, Chicken Gyros und das Gyros. Und naja, jetzt ist es halt ein komplettes Gericht geworden. Ein komplettes Gericht und kein Pita Gyros. Naja. Wird bestimmt schmecken. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube auch. Und aber auf Limnos machen wir das dann über mit der Pita Gyros. Ja. Aber wir haben die Tradition gebrochen. Ah ja. Wer ist kein Pita-Gyros? Naja, ab jetzt essen wir immer ein komplettes Gericht. Okay, wir haben die neue Tradition erstellt. Ich bestelle aus Versehen ein Gyros statt ein Pita-Gyros. We'll be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. Und dann läuft sie mit der Gyros, weil anscheinend sind sie schon angefangen zu laden und wir stehen ja in der Schlange. Jetzt muss er alle irgendwie um uns rumfahren. Die Zeiten stimmen auch nicht so ganz irgendwie. Nee, ne? Es hieß eine Stunde vorher da sein. Es ist 2 Stunden vorher. Yeah, I to remember dance on the laughter. How could we fall so fast and live?
steht. Ja. Ja, nach ein bisschen Chaos am griechischen Hafen. Ich habe noch nie so eine chaotische Auffahren auf die Fähre erlebt. Also irgendwie waren auch 1000 Arbeitnehmer irgendwie gefühlt da am Arbeiten, aber trotzdem hat es nichts geholfen. Ja, und jeder hat was anderes gesagt, was man machen muss. Ja, das erste war, dass wir noch gemütlich am Essen waren. Sie haben schon aufgeladen. Sie haben alle schon um uns rumgefahren und wir sind dann, nicht zu spät, war noch genug Zeit, aber schnell drauf. Dann haben wir unser Ticket gescannt und gemeint, wir hätten ein falsches Auto gebucht. Wir müssen noch was nachzahlen. Sie wollten keinen Führerschein, den mitgenommen. Das hat sich auch schon mal komisch angefühlt. Ich sagte, er kann das später an der Rezeption wieder abholen, wenn er nachgezahlt hat. Hat auch geklappt. 19 Euro nachzahlen müssen. Weil es eigentlich eine andere Kategorie ist, aber auf der Webseite gibt es ja nur zwei Kategorien. Unter 4,20 Meter Länge oder drüber. Wir sind ja drüber, Kategorie 2 habe ich angegeben, sonst ging es nichts. Und dann meinte ich, nee, es soll ja eigentlich im Wohnmobil sein. Das kostet einfach 24 Euro extra, aber wir können es auch auf G buchen und dann kostet 19 Euro extra. Habe ich 19 Euro nachzahlen müssen, aber man kann es auf der Webseite nicht buchen. Und das wissen Sie, sagen Sie, das haben Sie weitergeleitet. Ja, es fühlt auf jeden Fall alles ein bisschen komisch an, aber gut. Naja, wir sind auf dem Boot und ich durfte auch nicht mit im Auto aufs Boot reinfahren. Wir wollten reinfahren und dann hat der Typ gesagt, hey, ich muss raus. Dann musste ich ins Boot reinlaufen und Kai reinfahren. Das war auch ein bisschen komisch. Naja, wir haben uns wieder gefunden. Ja, und vor allem, du, bei dir war es ja stressig reinlaufen, weil keiner wusste, wo er hin sollte. Und bei mir auf dem Deck rauffahren, es war Katastrophe. Die Leute, die eingeleitet haben, haben nur geschrien, wirklich geschrien, dann in Anweisung gegeben und sind weggelaufen. Dann ist man da hingefahren und da kam sie wieder zurück, während ich schon wieder eigentlich zum Deck laufen wollte. Nee, ich muss mein Auto umparken und dann muss ich wieder umparken und dann sind sie wieder weggelaufen. Ich wusste gar nicht wohin und so war es irgendwie ein brutales Chaos auf dem Deck. Ja. Naja, aber so kenne ich es von Griechenland, muss ich sagen. Chaos pur, aber es funktioniert irgendwie. Irgendwie sind wir alle drauf und wir fahren. Herrlich. Ja. Perfekte Temperatur, Lüftchen geht, Abendsonne. Mega schön. Dann sehen wir uns auf Limnos. Bis dann. Wir sind gut auf der Insel Limnos angekommen und hatten schon direkt einen herrlichen, schönen ersten Tag mit richtig viel Wind. Wir waren den ganzen Tag wingen mit kleinem Material. Jetzt wird gekocht. Ich probiere mal einen Linguino. Fertig? Ui, ne, der muss noch länger. Oh, okay. Es gibt Spaghetti Pesto mit griechischem Salat natürlich. Und ich zeige euch mal, wie wir hier stehen. Also hier sitzt mein Mann. Hallo, grüßt euch. Dann zeige ich mal hier unseren Ausblick. Tada, hier ist das Wasser. Die Sonne geht schon unter. Eine riesige Bucht. Traumhaft. Und ich muss sagen, es ist sehr angenehm, dass der Wind abends einfach aufhört oder nur noch ganz leicht ist. Dann sag es mal. Hab ich doch gehört. Aber du musst es sagen. Ja. wenn den ganzen Tag so der Wind um die Ohren pfeift, vor allem, es ist hier so eine staubige Straße. Und ihr könnt euch gut vorstellen, wie es hier staubt den ganzen Tag dann und unser Bus ist komplett vollgestaubt schon. Warte, das hat man halt. Nochmal Fulu Linguini. Und? Ist besser, aber ich würde es noch eine Minute geben. Okay, also wir warten noch eine Minute und dann würde ich sagen, wir leben uns mal hier schön ein auf der Insel, bleiben erstmal hier in dieser Bucht und genießen die Zeit auf dem Wasser. Ja, häng los, macht's gut. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Dach. Dui, dui.